here we go. Let's-a go. Willkommen zurück, Leute, zu Super Mario Maker. Ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Mittwoch oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Dann tut einfach das Mittwoch durch den jeweiligen Tag ersetzen, dann haut das schon hin. Aber nicht so kompliziert denken, sondern einfach nur glotzen. Freut mich, dass ihr mit dabei seid. So, wir werden jetzt gleich mal was überprüfen. Ihr wisst ja, ich habe ein Level hochgeladen. Ich habe wieder mal ein Level gebaut. Dry Bones Tower. Und jetzt schauen wir mal, wer von euch dieses Level schon gespielt hat. Und ich sehe fast gar keiner, Mann. Ihr faulen Säcke, ey. Aber echt. So, hier ist die, ja, Level-ID. So, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, lad halt schneller. So. Aha. Linus. Miliano. So, Leute, jetzt muss ich ein ernstes Wörtchen mit euch reden. Fast gar keiner von euch hat mein fucking Level gespielt. Ich bin echt enttäuscht von euch, Mann. Ich zock in jedem Part eure Level tut. Ihr zockt nicht meine Level. Was soll denn das? Ah. Also, Leute, Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Spielt mein fucking Level, bitte. Und dann spielen wir es im nächsten Part, wir spielen das Level hier im nächsten Part. Dann hoffe ich, dass es der ein oder andere von euch gespielt und geschafft hat. Wir werden das kontrollieren, gell? Wir werden hier in die Liste schauen und dann werden wir schön schauen, wer von euch das Level gespielt hat, wer von euch das Level geschafft hat. Und ich werde genau wissen, wer von euch das Level nicht mal probiert hat. Also nicht faul sein. Am besten ihr gebt jetzt den fucking Code da unten ein und spielt das Level. Ich mein's ernst. Ich mein's ernst. Also Leute, viel Spaß. Jetzt habt ihr ja eine tolle Hausaufgabe. Oh, ich habe mich so gefreut, um zu sehen, wer mein Level gespielt hat. Forever alone, Mann. Egal. So. Dann spiele ich halt wieder eure Level. Leckt mich doch am Arsch, ey. Scheiß, ey. Okay, wieder runterkommen. Wir gehen jetzt erst auf Sammy. Und danach zum Eliano. Der Sammy, der hat jetzt nämlich ein Bowser Junior Luftschiff gemacht. Das sehen wir uns an. Hier könnt ihr schon den Code sehen. Und wir sehen schon da unten links, dass relativ viele abgekratzt sind. Aber nur drei Leute haben es versucht. Wir sehen uns das einfach mal an. Und ich bin gespannt. Die anderen zwei Level, die waren ja auch schon cool. Jetzt sehen wir uns sein drittes Level an. So. Aha. Muss ich das Ding mitnehmen? Aua. Oder ist das einfach nur eine Erleichterung, um da hochzukommen? Wahrscheinlich, oder? Boah, ich hab Angst, Mann! Okay, da darf man nicht durchhetzen. Da ist man ja voll unter Beschuss, Mann. Sammy, du bist in der Leibgarde von Bowser Jr. Verdammt. Man merkt schon, dass mit dir nicht zu spaßen ist. Ja, Leute, viele News gibt's nicht. Das ist eine relativ langweilige Woche, zumindest bisher. Also wirklich kaum News gibt's, nichts Nennenswertes. Aber nächste Woche wird sich das ein bisschen ändern, denn nächste Woche ist ja wieder Nintendo Halbjahresbericht, bla bla, Investorentreffen. Da gibt's eigentlich immer ein bisschen News, ein bisschen Pläne von Nintendo, Verkaufszahlen, Ziele und so. Also wird nächste Woche schon etwas mehr los sein. Wir wissen ja nicht, vielleicht kommt die Woche noch irgendeine coole News. Vielleicht wird ja endlich mal das South Park, der Fractured Butthole für uns angekündigt, für die Switchler. Ich hoff's. Am besten natürlich mit Stick of Truth. So. So. Hier könnte man sehr shortcutten.
Ich könnte jetzt einfach auf die Blume springen, weil ich ja noch ein großer Mario bin. Aber das machen wir mal nicht. Oh, servus, Bowser Jr. Aua. Bist du erst? Okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall... hier... seinen Schlüssel. Oh, shit, sein Panzer ist jetzt irgendwie... Lol. Aha. Aha. Okay, I get it. Ich hätte jetzt theoretisch... Oh. Hätte jetzt theoretisch auch mit diesem Bumper, mit diesem Trampolin hier ein bisschen abkürzen können. Shit. Hier hat er sogar ein Gesicht reingemalt. Hätte es vielleicht eine Speicherflagge hintun können? Also ein Checkpoint. Aber wir hatten das schon durch. Ich bin ein Trottel, oder? Aber das ist ja nichts Neues. Mann, oh Mann. Ja, ich bin, gerate da immer in fucking Panik. Tut mir leid. Das ist, glaube ich, normal, wenn man hier unter Beschuss ist. Ja, der blöde Typ da. So, komm, zusammenreißen und schaffen. Ich stelle mich wieder mal an wie der letzte Lappen. Dabei bin ich nur der vorletzte Lappen. Oh Leute, ich bin so froh, dass meine Switch wieder da ist. Ich sage ehrlich jetzt. So, guck mal, jetzt zeige ich euch, was ich gemeint habe. Siehste? Hast du gewusst, dass das geht? Ist das echt Absicht? Damit man hier eine kleine Abkürzung hat? Oh, der Typ hier noch. Dort muss das Ziel sein, oder? Jawohl, wow, noch voll der Abgrund. Cooles Level. Relativ kurzes Level, aber man ist da echt unter Beschuss. Man muss da echt aufpassen, dass man nicht tausendmal abkratzt. Aber ich denke, es ist, wenn man dann ein paar Mal gestorben ist, gut zu schaffen. Auch für nicht so erfahrene Spieler, und das ist gut. Rekord, ja, sehr, nee, bin ich gut. Jetzt fühle ich mich voll cool. Hat super Spaß gemacht. War echt cool. Auch ein kleiner Bowser Junior Kampf. Überall fair Pilze verteilt. Naja, und das mit der Speicherflagge, das ist nicht unbedingt notwendig, denn das Level ist ja doch eher kurz. Deshalb ist es eigentlich egal, ob man jetzt von neu anfängt oder nicht. Kurz und knackig würde ich beschreiben. Cooles Level. Und ich freue mich drauf auf dein viertes Level. Echt jetzt. War echt cool. War echt cool. So, und jetzt gehen wir zum Eliano. So, Eliano. So, 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 so. Wir erinnern uns, Eliano. Ja. Wir wissen nämlich, er ist nämlich in echt Mario. Das wissen wir aus den vergangenen Parts. So. Party House 2 hat er jetzt gemacht. Er hat ja schon vor Ewigkeiten erstes Party House gemacht. Wo ist es denn? Da. Wenn es mal laden würde. Guck mal, auch da war schon alles schön designt. Ich blende hier nochmal die ID ein. Schon ein Jahr alt ist das Level. Und das hat mir damals sehr gut gefallen. Aber ich habe jetzt leider auch gar nicht mehr so große Erinnerungen daran. Jetzt spielen wir auf jeden Fall mal das zweite. Guck mal, und auch hier hat er wieder schön designt. Diesmal mit so einem richtig fetten Holzhaus. Und man sieht schon so ein bisschen die verschiedenen Räume. Wir sehen es uns einfach an.
zwei Spasten haben es schon probiert. Hoffentlich war da jetzt keiner von euch dabei, Mann. Guck mal einfach mal. Ah, nee, passt schon. So, dann bin ich jetzt der Oberspast, der es jetzt auch probiert. Und ihr probiert es hoffentlich auch alle. Ja, ihr wisst ja, in der Beschreibung sind alle Codes und so verlinkt. Oh, da hinten geht schon die Partylichter. Da sind schon die Partylichter. Mario World Style, so, so. So, wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Mhm. Ich weiß, dass Eliano da sehr viel Arbeit reingesteckt hat. So, guck mal, wie viele Münzen es gibt. Und er hat gesagt, man kann einmal speichern und man kann selbst entscheiden, wie oder halt wann. Ich denke, wenn wir die Hälfte der Münzen haben, dann speichern wir. Wow, ist das gefährlich hier. Ja, ich bin wieder mal zu, ja, wie soll ich sagen, zu unvorsichtig. Oh, ich liebe so Challenge-Herausforderungen. Hoppla, bin falsch abgebogen. Ich wollte sagen, wieder zur Herausforderung von vorhin. Ist wurscht, da, früher oder später müssen wir sowieso... Voll die Coopers, so, ja, nicht an die Stadt... Wow, Hammer, Bruder, Eliano, ey. Ist auch wahnsinnig. Wow. Natürlich. Wow, Mann. Der hat hier die ganzen Mitarbeiter vom Obi in so Kutschen reingetan, ey. Obi, Baumax und so weiter. Dass es nicht alles gibt. Oh, holy shit! Nein, die Titanic sinkt! Ich lebe noch. Ich lebe. Oh, das war fies. Ich bin selbst überrascht, dass ich es überlebt habe. Aber voll cool, ey. Das war schon mal eine coole Challenge. Jetzt gehen wir da lang. Sieht mir nicht ganz so schwer aus, aber ich täusche mich eh immer wieder. Jetzt. Ja, komm. So, als ob die Pflanze sich mit Gift eingeschmiert hat. Leute, Leute, ich denke, ich werde ein bisschen länger brauchen, um das Level zu schaffen. Vor allem, wenn ich keine Geduld habe und hier einfach wie John Rambo durchspaziere. Komm. Aber wisst ihr, ich habe auch Zeitdruck. Da oben läuft die Zeit. Der Count. Fucking! Ich sollte nicht reden. Ich sollte mich konzentrieren. Ja, Zeitdruck kann man natürlich auch. Es gibt allerlei Herausforderungen und nur so wenig Zeit. Klar, wir können dann mittendrin speichern. Wow. Fucking Galumba, Mann. Ja, meine Dummheit kennt heute keine Grenzen. Nicht so schlimm. So, jetzt schaffen wir das aber. Ich glaube an das Herz der Garten. So. Oh, irgendwie habe ich das sogar überlebt. Nein! Ich bin so ein Trottel, Mann! Bitte! Ah.
Das ist unglaublich, wie schlecht ich bin. Unglaublich, Mann. Unglaublich, Mann. Es ist peinlich. Es ist absolut krass, ey, was ich mir heute leiste. Sorry, Leute. Aber ihr habt das Level ja hoffentlich selbst schon gespielt. Und seid dann wahrscheinlich auch schon ein paar Mal abgekratzt. Oh. Jetzt aber so, das schaffen wir auch nochmal hier. So. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, Leute, ey. Voll krass, ey. So, jetzt machen wir das da. Ich fühle mich auch so unwohl, da ich keinen Pilz habe. Weil, ihr seht, das eine Berührung bedeutet Tod. Und guck mal, Eliano hat auch verhindert, dass man groß werden kann. Vielleicht hat er da sogar irgendwo ein Secret hingetan. Ja, was ist hier los? Aha. So, jetzt zusammenreißen bitte. Da ist auch die Kollisionsabfrage bei diesen Dingern hier nicht optimal. Das muss ich schon sagen. Ja, schneller bitte. Das ist sogar meine... Ist das eng hier? Platzangst, Mann. Siehste? Ein Rückweg muss ich natürlich auch wieder den nehmen, oder wie? Gott, Eliano, was tust du mir hier an? Ja, schau an! Ein Zentimeter. Es handelte sich dabei um einen Zentimeter. Ist wurscht. Wir stehen da drüber. Was mache ich wieder das zuerst, oder wie? Das habe ich jetzt relativ gut drauf. Oh, das war wieder mal knapp hier. Hals- und Beinbruch. So, komm, wir müssen den Scheiß hier sowieso noch schaffen. Hallo? Was ist los? Ja, Leute, ich wurde gerade wieder mal Zeuge davon, wie mein Grabber abgestürzt ist. Aber diesmal habe ich sofort bemerkt. Deshalb konnte ich auf Pause drücken. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist auch immer nur bei Mario Maker. Bei der Switch ist mir das noch nie passiert. Mein Grabber denkt sich wohl, ach, scheiß Wii U, Mann. Spiel lieber Switch. Aber nee, den Gefallen tun wir dem Grabber jetzt nicht. Ich weiß echt nicht, woran das liegt, okay? Zum Glück habe ich es jetzt sofort bemerkt. Ich konnte auf Pause drücken und somit ist kein Material verloren. Kann nur hoffen, dass es nicht nochmal passiert, aber wer weiß das schon. Es tut mir leid. Habe aber schon ein paar Mal gesagt, ich kann es nicht ändern. Aber zum Glück habe ich es jetzt zumindest schnell genug bemerkt. So. Davon lassen wir uns aber nicht stören. Zack. Nummer 2. Warten. Oh.
Emiliano, voll brutal, Mann. Brutale Challenge, echt. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, warum du so lange gebraucht hast, um dieses Level hochzuladen. Moment, ich mach zuerst jetzt immer das da, bis ich das mal geschafft habe. Das ist jetzt für mich erstmal das Schwierigste, das ich bisher gesehen habe, das da. Also bisher. Ich weiß ja nicht, was sonst auf mich lauert. Weil da wirklich, seht ihr, ein Drück zu viel auf das Steuerkreuz, das bedeutet hier den Tod. Das ist so. Oder wisst ihr was, jetzt sehen wir uns erstmal hier die Challenges so ein bisschen an. Was er sich hier einfallen lassen hat. Also aber wirklich immer so geil kreativ. Oh, da hätte ich gebraucht für den Galumba. Also das war schon leicht. Angenehm leicht. So, was ist hier drin? Ah, okay, das hatten wir auch schon mal als Idee. Ah, da kannst du nicht cheaten. So, komm. Hier kann sehr viel Zeit verloren gehen. Wenn man das nicht richtig timet. Ah, jetzt hätte ich springen sollen. Dann wäre sich das bestimmt ausgegangen. Oh shit, ich sollte schon was sehen. Oh. Super. So, eisig wird jetzt. Okay, das war jetzt auch nicht schwer. Also da gab es quasi gar keine Gefahr. Ist mir recht. Das war jetzt nur so eine Geschicklichkeitspassage. Cool. Oh Gott, jetzt geht's aber los hier. Ich weiß ja nicht, was mich dann dahinter erwartet. Oh Gott, jetzt sind Stacheln auch noch hier. Ui. Aber ich lebe noch. My half is still beating. Ja, die Challenges auf dieser Seite sind einfacher. Oder so kommt es mir zumindest vor. Oh, holy fuck. Doch. Guck mal, eine Seite haben wir schon geschafft. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist cool. Okay, also die rechte Seite, haben wir das schon? Ja. Die rechte Seite hier, die ist eher so auf Geschicklichkeit aus, so kommt es mir zumindest vor. Die linke, die, ja, eher auch Geschicklichkeit, aber da sind irgendwie mehr Gegner. So kommt es mir vor, zumindest. Also wir sind da jetzt relativ gut durchgekommen, das kann ich sagen. Durch die rechte Seite. Haben schon gespeichert. Müssen wir nur noch das schaffen. Haben wir da das Schwierigste auch schon gemacht. Oder halt, ich weiß noch nicht, was in der Röhre auf mich wartet. Shit! Ha, Gott, zack. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Fortschritt. Oder sollen wir jetzt mal in die Röhre reingucken? Schauen wir mal, was das sich da hat einfallen lassen. Was ist hier los? Shit. Aha. Habe ich das eingesammelt da oben? Tatsächlich, oder? Ja. Oh, auf den Grabber blicken, der läuft noch. Sehr gut.
So, shit, jetzt muss ich nur noch zurückkommen, heil. Ist mir bisher noch nie gelungen. Aber jetzt wird's klappen. Oh, ich habe mich versprochen, jetzt wird's nicht klappen, das meinte ich. Holy fuck! Also, das ist wirklich die schwierigste Challenge, zumindest für mich. Also, jeder von euch hat natürlich unterschiedliche Empfinden. Kann auch sein, dass... Ja, hier... Dass andere Leute an einer Passage sterben, wo ich jetzt locker durchgekommen bin. Oder dass ihr durch diese Passage hier locker durchkommt. Das ist ja bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Ich bin halt ein bisschen zimperlich. Diese Passage, die fordert Konzentration, hohe Konzentration. Und ihr wisst ja, ohne Hirn ist das ein bisschen schwer zu meistern. Oh, jetzt hätte ich durchrennen können, aber komm, ich warte lieber nochmal. Jetzt aber... Freue ich mich aber. Machen wir das nochmal. Und jetzt sterbe ich da, ihr werdet sehen. Oh Gott. Komm. Wie habe ich das vorher gemacht? Ich habe es schon längst wieder vergessen. Ui. Ah gut. Hauen wir da schnell ab. Machen die Shooter-Passage so. Jetzt wissen wir Bescheid. Ich habe es vorhin zwar überlebt, das ist auch gut so. Wow, das schießt ja auch. Bloß nicht töten lassen, hier wieder die Baumax-Truppe hier. Mann. Der Hammer Bro hier von der Hammer Abteilung. Ja, falsche Richtung. Zack. Sogar geflügelt, ey. Wieder geschafft. So, es fehlt uns nur noch die Feuerprobe. Die ist aber auch tricky, da bin ich auch oft gestorben. Also bitte haltet die Schnauze, damit ich mich konzentrieren kann. Danke. Jetzt gehe ich wieder wirklich Schritt für Schritt. Ich will jetzt nicht sterben. Komm schon, ich habe es auch schon oft geschafft. Schnauze, habe ich gesagt. Ich habe das gehört durch den Bildschirm durch. Gut, soweit, so gut. Ah, yes, 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 yes. Und Leute, das Erfolgsgefühl ist jetzt gerade so hoch, ich sag's euch. Und jetzt kommt hier voll der fette Boss, der mich zermalmt. Voll mal wetten. Nein, nicht. Eliano, ich liebe dich. Oh, guck mal, und hier sogar noch ein Smiley. Oh. Super geiles Level, echt nervenaufreibendes Level, echt ein Level, womit nicht zu spaßen ist. Ein Level, wo immer so ein gewisser Druck da ist. Man kann einmal in der ganzen Challenge speichern. Ich habe mich natürlich für die Mitte entschieden, also die Hälfte des Levels, nachdem ich die Hälfte der Münzen gesammelt hatte. Sind sehr viele verschiedene kreative Aufgaben dabei. Für jeden ist da, glaube ich, was dabei. Was Spaßiges, was Herausforderndes.
Und man muss da echt aufpassen. Jeder Schritt muss wohl überlegt sein bei mancher einer Challenge. Hat aber großen Spaß gemacht und das Erfolgsgefühl, das ist jetzt wirklich groß. Super tolles Level. Also echt, Leute. Ich hoffe, ihr schafft das auch alle. Ihr probiert es zumindest. Und ja. Vielleicht schafft ihr sogar meinen Weltrekord. Bin so froh, dass ich das jetzt geschafft habe. Super tolles Level. Auch vom Design. Level-Design und normales Design. Spitze. Richtig geiles Partyhaus. Aber da drin will ich irgendwie nicht Party machen. Denn nur, da gehe ich ja drauf irgendwie. Leute. Jetzt zum Abschluss machen wir hier nochmal ein Level. Und zwar ein neues Level. Dann die beliebten Level, die bekommen. Oder halt die. Ja, die beliebten Level, die bekommen ja sowieso genug Aufmerksamkeit. So, das da. Keine Ahnung, was das ist. Spielen. Oh mein Gott. So. Oh. Also ein kleines Herausforderungslevel, wie mir scheint. Oh. Okay, irgendwie lebe ich noch. Das ist. Ja. Hallo, Bobomb. Oh, shitty Chat. Komm. Das Level gefällt mir. Ist echt ein lästiges Level. Ziel, oder wie? Oh, ich dachte, da ist das Ziel. Deshalb. Kettenwuffi, Vorsicht. Arschloch, Vorsicht. Oh Mann. Die Flammen da, die kommen nicht noch höher, oder wie? Komm nicht zurück, bitte. Hochklettern. Alles klar. Was ist da drin? Ich sehe nichts, ich sehe den Boden nicht. Ach shit. Ja Leute, das Level werde ich aber nicht nochmal probieren. Es war aber cool. Coole Challenge, cooles Level. Echt ein cooles Level. Werde ich privat spielen. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend oder ihr wisst ja, je nachdem zu welcher Tageszeit ihr das schaut, ersetzt das Abend durch die jeweilige Tageszeit. Ihr wisst, wie das läuft. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns. Bis bald.